dazu beitragen, Steine zu bilden, insbesondere die Mittelmeer-Anrainerstaaten, Italien, der Vordere Orient, Nordafrika haben sehr viele Steine. Das hat auch was mit der Ernährung zu tun. Bewegungsarmut ist ein wichtiger Risikofaktor in unserer zivilisatorischen Gesellschaft, um Steine zwar nicht an ihrer Entstehung zu hindern, aber an ihrem Abgehen. Und eine zu geringe Trinkmenge sorgt dafür, dass die Kristalle im Urin durch die Konzentration des Urins ebenfalls schneller passieren können. Die Steine sind im Übrigen auch der Ursprung unseres Fachgebietes der Urologie. Schon relativ früh im Mittelalter haben sich die Internisten, der Medikus, von den Badern, das waren Friseure, die sich mit den schneidenden Künsten beschäftigten, getrennt. Und die Bader wiederum haben sich dann aufgeteilt in den Wundarzt, der zu Kriegszeiten wichtig war, weil er Arme und Beine abschnitt, und die Steinschneider, die durch die Lande zogen und den Leuten ihre Dienste anboten bei Blasensteinen, die also deutliche Probleme mit sich brachten. Warum haben Leute Blasensteine? Es ist vor allem eine Erkrankung älterer Männer mit Prostatavergrößerung. Diese Prostatavergrößerung führt dazu, dass man nicht richtig Wasser lassen kann und das stehende Gewässer in der Blase konzentriert sich und Steine, die von oben herunterkommen, können nicht abgehen und ballen sich dann in der Blase über Jahre zusammen zu hühnereigroßen Steinen. Sie sehen hier so ein Endstadium der gutartigen Prostatavergrößerung, die nicht nur dafür sorgt, dass sich Blasensteine bilden, sondern auch, dass der Harn nicht die Blase verlassen kann und sich rückwärts in die Nieren aufstaut, wo dann eine starke Stauung entstehen kann, die bis zur Niereninsuffizienz, bis zu dieser Dialysepflichtigkeit geht. Die Blasensteine hier in einer Aussackung der Blase ganz gut zu erkennen, ist ebenfalls eine Folge der Prostatavergrößerung. Der hohe Druck, der von der Blase ausgeübt wird, um sich zu entleeren, führt zu solchen Ausstülpungen der Schleimhaut, und in diesen Ausstülpungen können sich Blasensteine besonders gut sammeln. Im Mittelalter gab es auch noch eine andere Ursache für Blasensteine. Das waren, wie Sie hier erkennen können, Verengungen in der Harnröhre. Das ist also das männliche Glied mit der Harnröhre. Hier können Sie ganz eindeutig sehen, hier ist eine Engstelle, die hervorgerufen wurde durch diese errötenden Diplokokken. Das ist fachchinesisch für Tripper. Ja, also die Gonorrhoe hat im Mittelalter sehr oft zu Verengungen in der Harnröhre geführt. Und das wiederum war genauso schlecht für den Harnabfluss wie eine vergrößerte Prostata und führte in nicht wenigen Fällen zur Ausbildung von Blasensteinen. Hier sehen Sie mal im Röntgenbild so einen großen, vielzackigen Blasenstein. Der ist wirklich schon Hühnerei groß. Den kann man über einen Dammschnitt, über einen Bauchschnitt oder durch die Harnröhre angehen. Der klassische Steinschnitt, den wir seit dem frühen Altertum bereits kennen, wird durch den Damm durchgeführt. Der Patient liegt in der sogenannten Steinschnittlage, daher kommt das, Beine hoch. Auch die Gynäkologen kennen diese Lage für die Untersuchung der Frauen. Bei uns ist das eben die Steinschnittlage wegen der Zugangsmöglichkeit zu einem Blasenstein über einen Schnitt hier im Dammbereich zwischen Hodensack und After. Sie haben aber, wenn Sie mit insbesondere dreckigen Messern da einfach so reinstechen, ein relativ hohes Verletzungsrisiko für den Enddarm und den After, sodass früher die Steinschneider mit Mortalitäten von über 10% zu kämpfen hatten. Das heißt, die Patienten starben der Reihe nach an Infektionen oder auch am Blutverlust. Das hat die Steinschneider zu einem fahrenden Volk gemacht, nach dem Motto Cut and Run, schneide und sieh zu, dass du davon kommst. Das hier ist eine neue, moderne Art und Weise, als der Bauchschnitt nicht mehr so viele Leute geängstigt hat mit der Bauchfellentzündung, hat man diese Art, einen großen Blasenstein zu bergen, kultiviert und zur Perfektion getrieben. Auch heute noch werden von uns manche Steine, wenn sie sehr groß sind und die Zertrümmerung durch die Harnröhre sehr lange dauern würde, durch einen Schnitt im Bauchraum, im Unterbauch, Eröffnung der Blase dann auf einmal entfernt. In einem Stück können Sie dann diesen riesigen Stein
entfernen. Die Blase wird dann wieder zugenäht und der Bauchschnitt wird ebenfalls wieder verschlossen. Eine sehr elegante und vor allem schnelle Methode, große Steine loszuwerden. Mittelgroße und kleine Steine kann man durch die Harnröhre zertrümmern, und zwar entweder mechanisch mit dieser Zange, die heißt so schön martialisch Punch, Steinpunch. Damit kann man diese Steine in der Blase zerknacken und die kleinen Fragmente dann durch den Blasenspiegel ausspülen. Wir gehen allerdings auch mit der Zeit und verwenden schon seit etlichen Jahren Laser, Holmium-Laser sind das, die den Stein so anbohren, zerlöchern. Das ist wie ein Presslufthammer. Sie sehen den Laserstrahl, der hier den Stein aushöhlt und zum Zerspringen bringt. Und all diese Blasensteine, so groß oder klein, wie sie sein mögen, stammen ursprünglich aus der Niere. Dort sind kleine Brocken nach unten durch den Harnleiter in die Blase gefallen und konnten von dort eben nicht ausgepinkelt werden, weil entweder die Harnröhre vernarbt war oder die Prostata wie eine Schraubzwinge den Blasenhals zugedrückt hat. Es gibt nicht nur einen Blasenstein oder einen Nierenstein, sondern die Komposition des Steines ist durchaus unterschiedlich. Wir haben Calcium-Oxalat-Steine. Sie sehen hier an diesem Dreieck die Häufigkeit der Steine. Das ist also der in unseren Breiten häufigste Stein. Der schwarze ist der Calciumphosphat- oder Apatitstein. Hier haben wir den Harnsäurestein, der eine besondere Affinität zu unserer Kultur hat, weil es ein Stein ist, der vor allem bei Gichtkranken auftritt. Harnsäure ist ernährungsbedingt erhöht. Gichtkranke sind Wohlstandskranke und so ist auch der Uratstein ein Wohlstandsstein, den es in Afrika praktisch nicht gibt. Infektsteine sind ebenfalls sehr interessant. Die bilden sich nämlich nur dann, wenn im Harntrakt Bakterien siedeln, die Harnstoff spalten können in Ammonium. Und da entsteht dann das Ammoniumion, was im Magnesium-Ammonium-Phosphatstein dann auftaucht und diesem Stein seine typische bröselige Struktur gibt. Der Zystinstein schließlich ist ein genetisch vorgegebener Stein. Der setzt sich zusammen aus zwei aneinander gedockten Aminosäuren, Cystein. Zwei Cystein-Aminosäuren verbinden sich in einer chemischen Reaktion, sogenannten Disulfidbrücken, zu einem Kristall. Cystein-Kristall, dieser Kristall ist extrem hart. Wir werden gleich noch auf die Stoßwellenzertrümmerung zu sprechen kommen. Diese Zystinsteine sind der Stoßwellenzertrümmerung sehr schwer zugänglich, praktisch nur mit dem Laser zu zerkleinern. Kommen wir nochmal zu diesen Harnsäuresteinen, einer Zivilisationserkrankung. Viel Fleisch essen, viel Innereien essen, Schalen, Krustentiere führen zu Purinen in unserem Blut und diese Purine werden abgebaut, letzten Endes zu Harnsäure und diese Harnsäure kumuliert in den Nieren und kann dann zu Steinen führen. Wenn diese Steine sich dann auf den Weg machen, dann gibt es prinzipiell drei Punkte, an denen sie sich festsetzen können. Der erste Engstellenpunkt ist der Nierenbeckenabgang, wenn es also in den Harnleiter hineingeht. Patienten, bei denen sich der Stein dort verklemmt, haben die klassischen Flankenschmerzen, wenn es also im hinteren Rückenbereich seitlich wehtut. Manche Steine passieren diese erste Engstelle und bleiben dann an der zweiten Engstelle hängen. Das ist die Überkreuzung der Beckenarterie. Der Harnleiter überkreuzt die Beckenarterie, verklemmt sich ein Stein dort, gibt es vorwiegend Unterbauchschmerzen, die insbesondere, wenn sie auf der rechten Seite entstehen, durchaus mit Blinddarmschmerzen verwechselt werden können und auch manchmal von uns Ärzten so verwechselt werden. Und dann, wenn der Stein fast in der Blase drin ist, gibt es Leisten- oder Hodenschmerzen, die anzeigen, dass es nur noch ein kleines bisschen ist, bis dann der Stein in die Blase eintritt. Also, unabhängig von der Größe ist die Lokalisation des Steines während seines Abgangs ganz charakteristisch für die Schmerzen, die der Patient angibt. Der gleiche Stein kann völlig unterschiedliche Schmerzen machen. Das ist auch etwas, was Sie mitnehmen sollen. Wenn wir dann den Urin solcher Patienten untersuchen, stellen wir immer fest, dass sich rote Blutkörperchen sichtbar oder unsichtbar darin befinden. Also nicht jeder muss das Blut sehen, wenn er pinkelt, aber mikroskopisch sind rote Blutkörperchen immer zu erkennen. Das hat was damit zu tun, dass der Stein scharfkantig ist und die Schleimhaut der Nieren eben damit reizt und einschneidet. Weitere Steindiagnostik wäre der Ultraschall.
Da kann man hier den Stein sehr schön sehen als weiße Reflexeinheit mit diesem Schlagschatten. Dieser Schatten, den der Stein wirft, der ist ganz charakteristisch für so einen Stein. Wir können natürlich auch das Röntgen nutzen. Hier sehen Sie einen großen Nierenbeckenstein, der im Röntgen aber nicht aufleuchtet. Hier die Computertomographie, die uns alle Steine unabhängig von ihrer Konstellation, von ihrer Dichte anzeigt. Also mit der Computertomographie können wir sicher alle Steine identifizieren. Wir wissen nur nicht, ob so eine Verkalkungsstruktur wirklich im Harntrakt drin ist oder vielleicht auch außerhalb der Niere oder außerhalb des Harnleiters liegt. Es gibt so Venensteine, die im kleinen Becken drin sind. Die kann man damit verwechseln in der Computertomographie. Steine bis 5 mm können spontan abgehen. Und das sollten wir auch immer versuchen, bevor wir tatsächlich dann zur Tat schreiten und operieren. Wir können dabei dem Patienten den Steinabgang erleichtern, indem wir erstens Schmerzmittel geben, zweitens Entzündungshemmer, die den Harnleiter abschwellen lassen, drittens sogenannte Alpha-Blocker, die die Muskulatur des Harnleiters weitstellen, sodass der Stein besser abgehen kann. Wir verwenden ebenfalls harntreibende Mittel, um einen gewissen Druck im System aufzubauen und den Stein wie einen Korken aus der Sektflasche hinaus zu befördern. Und das wiederum bedeutet, um Druck aufzubauen, dass der Patient ausreichend trinken soll. Wenn er das nicht schafft, weil es zu heiß ist, dann kann man ihm auch intravenös die Flüssigkeit verabfolgen. Es gibt nur eine einzige von diesen hochmodernen Röntgenanlagen im ganzen Kreis Soest. Für 300.000 Einwohner mit Steinkoliken ist Erwitte die einzige Anlaufstelle. Wir halten dieses moderne Röntgengerät vor, um einerseits dem Stein auf die Spur zu kommen, aber andererseits können wir diesen Röntgentisch auch nutzen, um die Therapie durchzuführen. Wir können Harnleiterschienen anlegen, wir können Steinoperationen auf diesem Tisch unter Röntgenkontrolle vornehmen und wir können auch den Spontanabgang verlaufskontrollieren. Immer mal wieder eine Aufnahme machen, um zu gucken, ob der Stein schon weg ist. Hier sehen Sie mal den Umbau des Tisches in eine Operationseinheit, wo der Operateur in Steinschnittlage dem Patienten Erleichterung dadurch verschafft, dass er den Stein zwar nicht entfernt, aber die Schmerzen des Patienten sind nicht durch den Stein hervorgerufen, sondern durch den Harnstau. Die Niere kann nicht mehr abfließen, bläht sich auf und das sind die Schmerzen, die wir spüren. Durch die Einlage einer Schiene an dem Stein vorbei kann der Urin nun aus der Niere wieder in die Blase zurückfließen. Hampel? Hallo? Ja. Ja. Tut mir leid, ich muss es Ihnen kurz an den Apparat. Können Sie in einer halben Stunde noch mal anrufen? Ich bin jetzt gerade im Vortrag, Herr Sattow. Ja? Tschö. So ist das nun mal. Ausgerechnet in dieser halben Stunde. Naja. Die operative Steinsanierung ist immer dann notwendig, wenn der Stein uns eben nicht den Gefallen tut und von selber abgeht, weil er entweder zu groß ist oder zu hart in der Lokalisation sich verklemmt hat und dann müssen wir operativ vorgehen. Aber erst geben wir jedem Stein, der ausreichend klein ist, um spontan abzugeben, auch die Chance dazu. Dann, wenn aber eine Operation unumgänglich ist, dann wenden wir alle möglichen verschiedenen Techniken an, je nachdem, wie groß der Stein ist, wo er sitzt, was für den Patienten die effektivste und gleichzeitig schonendste Variante der Steinentfernung ist. Mal ist es sinnvoll, den Harnleiter zu spiegeln, hier reinzugehen, den Stein mit dem Laser zu zertrümmern. Mal ist es richtiger, durch die Haut von außen an die Niere heranzugehen, die anzupunktieren, dann den Trakt aufzudehnen und mit einem Nierenspiegel direkt in die Niere reinzugucken, den Stein über diesen Zugang rauszuholen. Manchmal sind auch laparoskopische Bauchspiegelungstechniken nötig, um den Harnleiter von außen aufzuschneiden und den Stein dann rauszuziehen,
so wie man einer Schlange, die eine Ratte verschluckt hat, den Bauch aufschneidet, um diese Ratte zu sehen. Genau sowas kann man per Bauchspiegelungstechnik auch machen. Also wir halten in Erwitte das komplette Spektrum vor, was man braucht, um Steine, je nachdem, wo sie sich befinden, effektiv und so wenig invasiv wie nötig zu entfernen. Die harmloseste Variante, weil ohne Schnitt möglich, ist die sogenannte Stoßwellenlithotripsie. Das ist eine in Deutschland erfundene Technik, in den 80er Jahren erfunden, wo Schallwellen über eine akustische Linse gebündelt und in den Körper eingeleitet werden. Sie können das hier ungefähr so sich vorstellen. Die Schallwellen dringen in den Körper ein und bringen die Fragmente der Steine zum Vibrieren. Und der Stein ist nun so aufgebaut, dass durch die Vibrationen der Schallwellen er zerbröselt und zu Sand zerfällt. Dieser Sand muss natürlich noch abgehen, aber diese kleinen Fragmente sind natürlich ganz einfach abgangsfähig im Vergleich zu so einem großen Brocken, der sich sicher im Harnleiter verklemmen wird. Es gibt allerdings eine Gegenanzeige. Patienten, die aus irgendwelchen Gründen Blutverdünner einnehmen, können leider mit dieser sehr effektiven und sehr schonenden Variante nicht behandelt werden, weil die Niere durch die Schallwellenvibration Blutergüsse bilden kann. Vorbeugen ist besser als das Nachsehen haben. Einmal Steine, immer Steine, sagt man. Zur Vorbeugung ist es sinnvoll, etwa 2 Liter am Tag an Flüssigkeit regelmäßig zu trinken. Ausreichende Bewegung, weil nur die kleinen Steine ohne Schmerzen spontan abgehen können. Und die werden umso schneller abgehen, je mehr man sich bewegt. Ein Glas Zitronen- oder Orangensaft führt dem Körper Zitronensäure zu, die die Steine teilweise auflösen kann. Bei Calciumoxalat-Steinbildnern, den häufigsten Steinbildnern, kann man durch die Reduktion von oxalsäurereicher Kost, das ist Soja, Bier oder Spinat, die Steinbildung effektiv reduzieren. Nicht ganz auf Null bringen, aber reduzieren. Und die Calciumaufnahme zu reduzieren, also auf Fleisch oder Milch zu verzichten, hat sich nach neueren Studien als nicht hilfreich herausgestellt. Wenn also irgendjemand Ihnen sagt, du hast einen Calciumstein, du darfst kein Fleisch mehr essen oder kein Milch mehr trinken, wie man das früher so sagte, der hat nicht recht. Es geht eher um das Oxalsäureion. Die Harnsäuresteinbildner sollten abnehmen, das ist das Erste. Sie sollten versuchen, wenig Innereien oder Meeresfrüchte zu verkonsumieren. Und bei manchen Patienten ist auch eine Enzymüberfunktion für diese Harnsäuresteine verantwortlich. Die müssen dann medikamentös behandelt werden. Ich fasse zusammen, wir sind mit den 20 Minuten fast am Ende. Harnsteine sind eine häufige urologische Erkrankung. Steinleidende sind meist Notfallpatienten und waren auch während der Corona-Zeit immer willkommen, haben uns auch jede Menge Patienten tatsächlich beschert. Die Schmerzlokalisation variiert mit der Steinlokalisation. Eine ganz wichtige Sache, die Sie mit nach Hause nehmen müssen. Ein Stein ist immer davon abhängig, wo er sich befindet, was für Schmerzen er dann macht. Der Schmerz kommt nicht vom Stein, sondern vom Stau der Niere, die nicht mehr abfließen kann. Urin muss immer fließen, das ist unser Credo. Deswegen ist die Staubeseitigung und nicht die Steinbeseitigung das primäre Ziel der Notfallbehandlung. Harnsteine können verschiedene Zusammensetzungen haben, habe ich Ihnen gezeigt, welche die häufigsten sind. Beidseitige Steine, wenn also der Urin auf beiden Seiten nicht abfließen kann, kann zum Nierenversagen, zur Dialysepflicht sogar führen. Also das Gefahr im Verzug, am besten sofort ins Krankenhaus. Der niedergelassene Kollege kann in solchen Fällen nicht helfen. Für die Nachsorge nach unserer Therapie ist niedergelassener Kollege sicher wichtig. Aber wenn Sie Schmerzen haben, Koliken haben, gehen Sie nicht zum Niedergelassenen, nicht zum Hausarzt, gleich ins Krankenhaus. Die können sowieso nichts anderes machen, als Sie zu uns zu schicken. Den Gang können Sie sich also tatsächlich sparen. Das ist anders als bei meinen sonstigen Vorträgen, wo ich immer sage, der niedergelassene Urologe ist der primäre Ansprechpartner. Für Steinpatienten in der Kolik gilt das nicht. Gestaute Nieren können sich im Übrigen auch infizieren durch Keime. Dann besteht sogar Lebensgefahr, also sofortige Einweisung ins Krankenhaus. Die Steintherapie erfolgt individualisiert, je nach Steingröße, Steinlokalisation, dem Zustand des Patienten, wie dick oder wie dünn er ist und den Komorbiditäten, ob er zum Beispiel Blutverdünner einnimmt, wie ich Ihnen gerade gezeigt habe.
Und es gibt nur eine Anlaufstelle im Kreis Soest für 300.000 Patienten, die eine adäquate Steinbehandlung Ihnen geben kann. Das ist die Fachklinik für Urologie. Das ist unsere Urologie in Erwitte. Mit Steinkoliken darf man nicht spaßen. Lieber einmal zu oft als einmal zu spät zum Arzt. Sie können 24 Stunden am Tag, wann immer Sie wollen, bei uns anrufen und bei uns vorbeikommen. Wir werden Ihnen helfen. Vielen Dank. Der zweite Online-Vortrag, finde ich, hat ganz, ganz toll geklappt. Und es war schön, dass Sie bei uns gewesen sind. Vielen Dank, Herr Professor. Jederzeit. Ich darf mich verabschieden mit: Bleiben Sie gesund. Gleichfalls. Bleiben Sie gesund.